Mann. So, ein neuer Tag beginnt. Wunderbar. Und wir müssen wieder gießen. Aber das ist ja nicht so schlimm, denn wir haben ja jetzt, naja, nee, es ist aber noch schlimm. Auch wenn wir die Sprinkler haben, aber, naja. Was soll it? Da, da, da. Schöne Musik. Oh. Kein Wasser. Naja. So, und da jetzt hier unten das Feld leer ist, werden wir noch was machen. Wir werden was ganz Tolles machen. Und zwar werden wir auf unserem neuen Gebiet links was ein weiteres Beet machen. Und dort die Sprinkler dann richtig platzieren. Denn das hier ist Murks. Gießen. So, die Weintrauben werden gegessen. So. Habe ich jetzt so beschlossen. So. Und die Tiere werden jetzt versorgt. Gibt's keine Sterne-Mayonnaise? Ah, schade. Zack. Es hat begonnen! Scheiß drauf, wir gehen sofort hin. Das wird spaßig. Hoffe ich doch. Ja, was ist denn das? Deine Sternmarken gegen Preise eintauschen? Ich habe keine Sternmarken, aber ja. Oh. Oh, 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 oh. Das will ich haben. 2000 müssen wir dafür sammeln. Okay, das kriege ich hin. Hi. Nun, Nitro Corgi, heute ist der große Tag, unser wichtigstes Fest im ganzen Jahr. Das Sterntotaler Volksfest. Falls du bei der Bauernhofschau mitmachen willst, habe ich dir einen Stand freigelassen. Wenn du alles vorbereitet hast, lass es mich wissen, damit wir mit der Bewertung anfangen können. Pierre nimmt die Bauernhofschau ziemlich ernst. Er hat seine besten Erzeugnisse schon Wochen zuvor beiseite gelegt. Mein Geschäft vertreibt die allerfeinsten Qualitätsprodukte des gesamten Tals. Seht euch einfach meine Auslage an. Ich habe mein Bestes gegeben, aber meine Auslage ist dieses Jahr im Vergleich zu Pierre ziemlich schwach. Tja, so ist es eben, wenn man halt nichts drauf hat. So. Zack. 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 Ich glaube, das ist okay. Obwohl, nee. Wir machen lieber die Milch da rein. Weil es ist eine große Milch. Hallo, es ist eine große Milch! Schöne Sache. Arbeitest du in deiner Auslage für die Bauernhofschau? Das ist die Gelegenheit, all die guten Erzeugnisse von Grumpy Hof anzupreisen. Ach ja. Wow, das ist der größte Käseleib, den ich je gesehen habe. Sehr beeindruckend. Spiel das Schleuderspiel und gewinne Sternmarken. Schleuderspiel. Oh, ach du Scheiße.
Ja, Hilfe. Komm schon. Ah. Oh ja. Das gibt viele Punkte. War ich gut? War ich schlecht? Was war ich denn nun? Ah, 20. Das heißt, ich muss das bloß 100 Mal machen. Willst du denn beim Fische? Ja. Das kann ich ja einigermaßen. Das kann ich einigermaßen. Seetang. Yes. Ach Mann. Da 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 da. Ja. Super. Komm, wenigstens 100 Punkte. Wenigstens 100. Na also. Vielleicht kriegen wir noch einen hin. Jawohl. Super. Das ist gut. Ach, meine Nase. 210 Sternmarken. Wow. Okay, das machen wir öfter, das Spiel. Hier gewinnt man viel mehr als beim scheiß Schießen. Viel besser. Wir holen uns diesen Stern-Taler, dieses Star-Drop. Ganz sicher. Denn mehr Gesundheit ist immer gut. So. Oh. Sehr gut. Halt. So. Ja. Uns kann keiner das Wasser reichen. Aber eine Cola. So. Ja. Na, schaffen wir noch einen? Jawohl.
Wieder 6 gefangen, naja. Boah, das ist richtig viel wert, dieses Spiel. Super. Aber wir schauen mal hier noch nach, was es hier so gibt. Bei dir gibt's nichts. Ja, du wärst echt ein guter Clown geworden. Ah. Kann man hier auch was spielen bei dir? Clins Klingen werden jedes Jahr schärfer. Hey, ein Wahrsager. Ja. In der Tat. In der Tat, ich sehe dich in einem Zimmer, wie du eine Konversation mit einem Mann führst. Oh, es ist Lewis. Ihr beide scheint enge Freunde zu sein. Jetzt sehe ich dich und Elliot auf einer Wiese. Ihr scheint glücklich zu sein. Die Kristallkugel hat sich geändert. Ah, du kämpfst. Irgendetwas Entsetzliches stürmt aus der Dunkelheit auf dich zu. Aber du scheinst mehr als bereit zu sein, dich ihm zu stellen. Die Kristallkugel ist erloschen. Das ist alles, was ich für dich tun kann. Jetzt denk daran, dass die Zukunft nicht in Stein gemeißelt ist. Was auch immer ich dir heute erzählt habe, kann sich stets ändern, wenn du dich anstrengst. Auf Wiedersehen. Ah, schön. Ich glaube nicht, dass Major Lewis und ich so tolle Freunde sind. Du verkaufst Sternmarken? Was bist du denn für ein Idiot? Was ist das hier? Orange. Ich werde 10 Sternmarken auf Orange. Lasst die Finger vom Glücksspielen, Kinder. Merkt euch das. Lasst die Finger vom Glücksspielen. Lieber angeln, das ist viel produktiver. Also das Angelspiel ist 1000-mal besser. Es ist auch 1000-mal ergiebiger. Also das ist echt einfach. Super. Das gibt wieder ordentlich Sternmarken. Was? Ich werde das jetzt hier so lange spielen, bis ich 2000 habe. Das wird eine sehr lange Folge. Da könnt ihr euch drauf verlassen. Obwohl, naja, nee, so lange wird es, glaube ich, gar nicht dauern.
Perfekt. Ob sich hier auch die Angel, die man hat, auf das Angeln auswirkt. Weil wenn man eine bessere Angel hat, dann hat man ja... Also je besser die Angel ist, desto besser, desto größer ist ja der grüne Bereich. Aber ob das hier auch gilt? Hm. Wir werden es nie erfahren, glaube ich. Na, beißt noch was an? Nö. Okay. Ja, das geht echt gut. Ich werde es nochmal hier probieren. Ob das wohl irgendwie geht. Jetzt wissen wir ja, dass wir so zielen müssen. Ah, daneben. Jawohl. Jawohl. Dreck. Dreck. Es ist so blöd, dass man halt hier so in die andere Richtung ziehen muss. Das ist voll schwer.